Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat. Willkommen zurück bei Schräg im Stall. Heute nach gefühlt 10 Jahren, 100 Jahren, nehmen wir beide mal wieder eine Folge auf, wo wir uns wirklich gegenüber sitzen. Ja. Ich meine, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die das wirklich auch nur hören, ist das eigentlich relativ egal. Aber für uns beide, finde ich, macht das schon einen Unterschied, wenn wir wirklich auch mal wieder an einem Tisch miteinander sprechen und nicht jeder so für sich in seinem stillen Kämmerlein sitzt. Es ist eine Reunion eines alten Podcast-Ehepaars. Ich finde das super. Ja. Also, willkommen zurück bei Schräg im Stall, dem politischen Podcast, dem Clash der Generation. Heute natürlich wieder mit Thomas Sattelberger und meiner Wenigkeit hinter dem Mikrofon. Und wir haben heute auch wieder einen Gast dabei. Und ich glaube sogar, wenn man das als Video sieht, sieht man das auch nicht. Aber wir haben so ein MacBook, so ein Laptop links neben uns hier auf dem Stuhl platziert. Und da auf diesem Laptop befindet sich Eva Engelke. Sie sind Journalistin, Juristin und Autorin. Und Sie sind Kandidatin für die Grünen im Kreis Mönchengladbach. Stimmt das? Ja, mit Kandidatin stimmt nicht. Ich bin Delegierte für den Bundesparteitag, der heute um 16 Uhr beginnt. Ich bin... Zu einer Kandidatur für den Bundestag hat es noch nicht gereicht, aber ich engagiere mich mehr und mehr frauenpolitisch und bringe jetzt bei der BDK auch einen Antrag ein. Da geht es um das nordische Modell, das halte ich für wichtig. Aber das Thema heute ist ja das Selbstbestimmungsgesetz und auch da vertrete ich die Seite der Frauen und darum geht es ja heute hier. Normalerweise bin ich ja in diesem Podcast so ein bisschen der moderative Part und hätte jetzt nämlich auch gesagt, es geht heute um dieses Thema, aber gut, dass Sie das auch schon vorweggenommen haben. Thema, wir bleiben direkt mal dabei, Thema Selbstbestimmungsgesetz. Da hat ja Ihre Partei, also die Grünen, eigentlich relativ mehrheitlich dafür gestimmt. Und so wie ich das verstanden habe, sind Sie aber da ganz anderer Meinung. Ja, wollen wir direkt mit dem Gesetz starten? Also tatsächlich ist am 19. Mai dieses Jahres ein Gesetzentwurf wird zum Selbstbestimmungsgesetz im Bundestag beraten worden. Ein gleichlautender oder ein fast gleichlautender Entwurf zu einem Selbstbestimmungsgesetz wurde auch von der FDP-Bundestagsfraktion eingebracht. Der wurde aber mit den Stimmen der Großen Koalition abgelehnt. Und ich bin gegen dieses Gesetzentwurf und gegen diesen Gesetzentwurf, nicht, weil ich gegen Selbstbestimmung von irgendwelchen Minderheiten wäre, absolut nicht. Aber dieser Gesetzentwurf verankert einen kompletten Paradigmenrechtswechsel im deutschen Recht, der im Ergebnis dazu führt, dass die Rechte von Frauen eingeschränkt werden, dass die Meinungsfreiheit beschränkt wird und dass der Jugendschutz gefährdet wird. Thomas, jetzt hat, also bevor ich da gleich mal drauf eingehe, deine Partei, die FDP, hat sich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bei der Abstimmung enthalten. So ist es. Weil? Also ich sag mal so ein Gesetzentwurf, der hat natürlich intensive Debatten in der Fraktion. Da gibt es Stimmen, die das eher kritisch sehen. Und das, ich glaube, Enthaltung heißt ja meistens so, man ist noch nicht richtig festgelegt, weiß aber, was man nicht möchte. So, und also insofern ist das eine, ich sag mal, für mich ist das ein Melting Pot, wo sozusagen noch etwas daraus erwachsen kann. Das grüne Gesetz, der grüne Gesetzesentwurf, der ging uns an etlichen Stellen deutlich zu weit. Und deswegen haben wir da, es war aber das Grundanliegen der Selbstbestimmung ist ein ganz zentrales. Und ich glaube, da gibt es zu viele böse Kräfte in dieser Gesellschaft, die das in Frage stellen. Deswegen dieses Grundanliegen, das hat unsere Unterstützung. Und deswegen gab es auch keine Ablehnung, sondern in dem Sinn sozusagen ein Ja, das muss ich noch herausklären, wie dann exakt die Position ist. Okay, Frau Engelken, ich habe ja auch ein bisschen recherchiert, auch über Ihre Arbeit, war man auf Ihrem Twitter-Account etc. Und ich muss... Darf ich ganz kurz noch eine Sekunde, bevor wir da noch näher reingehen? Es ist sozusagen das Gesetz, die Implikationen des Gesetzes sind innerhalb der Grünen Partei überhaupt nicht diskutiert worden. Dieses Gesetz ist regelmäßig, also als es sozusagen dieses Konzept erstmalig eingebracht wurde, das war 2019 oder es war schon davor, aber es wurde immer unter dem sehr engen Blickwinkel
beraten, dass es dabei um die Rechte eines ganz winzig kleinen Bevölkerungsteils, nämlich der Transsexuellen und der Intersexuellen, die noch, also die im 0,0 irgendwas Bereich der Bevölkerung liegen. Was bei diesen Gesetzentwürfen, und das wissen Sie, Herr Sattelberger, als Abgeordneter natürlich, beim Gesetz, da müssen immer die Rechtsfolgen mitberaten werden. Und bei diesem Gesetz wurden auch innerhalb der Grünen Partei nie die Rechtsfolgen für Jugendliche, für Frauenrechte und für Meinungsfreiheit beraten. Insofern ist es gar nicht richtig, dass das Gesetz sozusagen in der Partei bereits beraten wurde. Es wurde nicht beraten, es wurde sozusagen nur im Hinblick auf das Selbstbestimmungsgesetz von irgendwelchen Menschen, die sich als trans identifizieren, beraten. Und als solches ist es abgestimmt worden. Und jetzt, wenn ich mit Grünen spreche und je mehr ich mit Grünen spreche und je mehr ich mich da auch sozusagen vernetze, ich bin ja nicht ganz alleine, sondern es sind ja zunehmend viele, sagen welche, nein, so wie das, diese Selbstbestimmung da umgesetzt wird, das kann es nicht sein. Das war jetzt nur noch ein Einwurf, aber... Okay. Aber also ich glaube grundsätzlich, die Haltung, die Sie zu dem Thema, auch zum gesamten Transsexualitätsthema haben und die Haltung, die ich da verfolge, sind doch schon zwei verschiedene. Fühlen Sie sich angegriffen, wenn man Sie mit in die Gruppe der TERF-Bewegung, also TERF-Bewegung, reinpackt, oder bezeichnen Sie sich so auch selbst? Sozusagen ist es da direkt die, sozusagen die Attacke. Also innerhalb der Grünen sind sozusagen der Part der Queer-Grünen. Da habe ich gerade gestern ist eine Mail rumgegangen in einer LAG. Die haben dann festgestellt, dass Umgang mit TERF, da wurde ein Antrag gestellt, dass man mit der bösen TERF Eva Engelken einen Umgang finden müsse. Und dass dieser Umgang, also dass da wollte man irgendwie eine Strategiegruppe oder eine AG bilden. Ich auch gerade hier zu finden, aber ja, erzählen Sie weiter. Und das ist natürlich absurd, denn das ist ja, man spricht nicht mit mir darüber, wie man einen Weg finden kann, wie man sozusagen das ganze Thema mehr Selbstbestimmung für irgendwelche sich als queer identifizierenden Menschen finden kann und gleichzeitig noch die Frauen und Kinder Belange schützen kann, sondern man stempelt sozusagen von außen, ohne ein Wort mit mir gesprochen zu haben, macht ein Etikett drauf, sagt TERF, und dann war es das. Also das ist Priming vom Feinsten, das ist Mobbing, das ist Spielhof-Mobbing. Also Sie geben sich nicht dieses Etikett? diese Abkürzung, das muss man vielleicht für Ihre Hörer sagen. Das ist gar nicht. Also für die ZuhörerInnen, die das Wort nicht kennen, TERF kommt aus dem Englischen. Ja. Trans-Exclusionary Radical Feminism. Also radikaler Feminismus, aber ausgeschlossen Transsexualität. Also genau. Jetzt muss ich das ist ja schon eine Spezialdiskussion. Ja. Ja, Entschuldigung. Ja. Ich habe als homosexueller Mann, der ein Stückchen vielleicht tiefer in den Themen drin ist, aber nicht sehr tief, ich kannte das gar nicht. Also das klingt für mich fast sektiererisch. Es klingt sektiererisch. Es ist tatsächlich, ich darf das kurz mal erläutern, wie ich als nicht Schwule, nicht Bisexuelle, nicht Lesbische, als Heterofrau mit Kindern und allem, wie ich überhaupt dazu komme, mich so mit einem vermeintlich schrägen Minderheitenthema zu befassen. Das geschah letzten Sommer. Da war plötzlich die von mir und meinen Kindern hochverehrte J.K. Rowling, Autorin von Harry Potter, kennt man ja, die postete auf Twitter, dass das biologische Geschlecht real sei und bekam dafür einen Shitstorm, der dahin mündete, dass Leute forderten, ihre Bücher zu verbrennen. Und ich dachte nur zur Erklärung, also biologisches Geschlecht, dass sie wirklich nur sagt, es gibt Mann und Frau und nichts drumherum. Also das zur Fortpflanzung notwendige Geschlecht, genau, das ist binär, das ist biologisch ja. Real. Und alles darüber hinaus sind sozusagen Geschlechtsrollen, Geschlechtsidentitäten, die aber subjektiv sind. Biologisch haben wir es mit genau damit zu tun. Und jetzt muss man dazu, also um dieses... Wieso kommt dann unser Verfassungsgericht zu einem anderen Urteil? Das Verfassungsgericht kommt da nicht zu einem anderen Urteil. Das Verfassungsgericht sagt, es gibt eine gefühlte, subjektive Geschlechtsidentität. Jeder Mensch hat dieses Gefühl, welche Geschlechtsidentität er hat. Die kann auch wechseln. Ich kann mich
im Laufe meines Lebens mal stärker so und mal stärker so fühlen. Und jeder Mensch hat das Recht, sich genau so zu fühlen. Daraus ergibt sich aber nicht das Recht, und das hat auch das Bundesverfassungsgericht nicht gesagt, das wird falsch kolportiert, dass daraus ein Recht entstünde, aufgrund dieser subjektiven Geschlechtsidentität frei zu bestimmen, welchem juristischen Geschlecht oder welche Geschlechtskategorie man sich zuordnet. Und wenn das jetzt aber gemacht wird... Es würde doch eine dritte Begrifflichkeit eingeführt. Das heißt, genau, das gibt es noch. Genau, aber das wollen wir ja nicht. Das sind ja massive Rechtsfolgen. Ja, das hat massive Rechtsfolgen. Und wenn jetzt sozusagen, also das führe ich jetzt noch ganz kurz aus, das Selbstbestimmungsgesetz, das nimmt also dieses Self-ID, ja, das nimmt eine neue Definition der Rechtskategorie Geschlecht vor. Bislang beruht die auf diesen körperlichen Maßnahmen, wird bei der Geburt festgestellt oder schon vor der Geburt festgestellt. Und dann wird, der eine ist männlich, der andere ist weiblich. Es gibt welche, die sind intergeschlechtlich, das sind ganz, ganz wenige. Und dieses Gender-Konzept, das definiert das neu, das sagt, dass die Rechtskategorie Geschlecht beruht auf dieser subjektiven, vom Verfassungsgericht auch angesprochenen Geschlechtsidentität. Das führt dazu, ich fühle mich als Frau, also bin ich eine Frau. Diese Self-ID fordert nicht, dass man den Körper dazu ändert, was rechtlich dazu führt, oder das, was dazu führt, dass wir rechtlich Frauen, dass wir Frauen mit Penis haben. Weil Männer sagen, ich bin eine Frau, ich fühle mich als Frau, also bin ich rechtlich eine Frau. Also haben wir rechtlich Frauen mit Penis. Aber ist das Ihre Auffassung ist, dass sobald ich einen Penis habe, bin ich ein Mann und ich komme da auch nicht raus. Also ich könnte jetzt niemals in meinem Leben beschließen, eine Frau zu sein. Verstehe ich Sie da richtig? Sie? Als Fabian Krischkatz, augenscheinlich, wie ich es durch Zoom sehe, männlich und wie ich gehört habe, auch dem männlichen Geschlecht zugeneigt. Ja, ja. Das ist ja doch was anderes. Sie können Ihr biologisches Geschlecht, also Ihre sozusagen, Sie sind ganz basic-mäßig, ist Ihr Körper darauf ausgerichtet, kleine Gameten zu produzieren. Mein Körper ist darauf ausgerichtet, große Gameten zu produzieren. Das alleine ist unveränderlich. Alles, was wir daraus machen, ob uns die Haare blau färben, ob wir uns dick, dünn, ob uns die Lippen aufspritzen, ob uns irgendwas anoperieren lassen, das lässt sich ändern. Aber das ändert an diesem grundlegenden binären Geschlecht nichts. Also ich muss an dieser Stelle auch mal erwähnen, wir hatten noch einen weiteren Gast angefragt, eine Transfrau, die aber bewusst sich auch dagegen entschieden hat, heute hier in dieser Folge dabei zu sein und auch mit Ihnen zu sprechen. Würden Sie, schade. Sie würden Sie jetzt auch nicht als Sie betiteln, sondern auch weiterhin als er oder als Mann? Oder wie habe ich mir das vorgesehen? Natürlich nicht. Also ich habe jetzt auch im Zuge des letzten Jahres, also dass ich letztes Jahr quasi mich da begonnen habe, also J.K. Rowling hat sozusagen den Ausschlag gegeben, dann wurde ich als transfeindlich bezeichnet, wusste überhaupt nicht, was das war und habe mich damit beschäftigt und habe gedacht, mir geht es eigentlich um die Frauenrechte. Und im Zuge dessen habe ich sehr, sehr viele sogenannte transsexuelle Menschen kennengelernt, viele, die als Mann geboren sind und die sich als Frau fühlen. Und natürlich spreche ich die aus Höflichkeit an als Frau mit ihrem weiblichen Namen. Und wenn die juristisch ihr Geschlecht ändern, dann respektiere ich das. Aber wo ich dagegen bin, ist eben eine Rechtsstandsänderung in das Belieben, also das zu einem Sprechakt zu machen. Ja, aber warum, um da nochmal auf einzugehen, ja. Wo sehen Sie denn die Gefahr? Also Sie sprechen ja wirklich auch von einer Art Gefahr. Sie nennen ja zum Beispiel auch Menschen wie mich, die eben eigentlich auf der anderen Seite stehen, Trans-Taliban. Wo sehen Sie denn eine Gefahr für Frauen oder Ihre Frauenbewegung durch Transsexualität? Also ich muss ehrlich sagen, ich verstehe das gar nicht. Also Sie haben da einen Artikel auf meinem Blog, da habe ich die britische Frauenrechtlerin Julie Bindle zitiert. Mhm. Julie Bindle ist Großbritannien. Großbritannien, das muss man wissen. Die Briten, die haben dieses Thema Self-ID schon länger. Und da hat sich schon vor längerem eine Opposition von Frauen dagegen gebildet, die gesagt haben, wir wollen dieses Self-ID nicht. Weil, aus ganz vielen Gründen, weil die Self-ID eine Gefahr für Frauenrechte darstellt. Weil sich Männer, also als Frauen identifizieren, in Frauengefängnisse gehen, dort weiter Straftaten begehen gegen Frauen, weil im Sport Frauen die Medaillenchancen genommen werden, wenn Männer, die sich als Frauen identifizieren, im Frauensport antreten, in Frauenhäusern, wenn Männer, die sich als Frauen identifizieren, dort reingehen, aus lauter solchen Gründen und nicht zuletzt wegen der Statistik. Da gibt es keinen einzigen bekannten Fall.
Also es gibt keinen Fall, oder kennen Sie da einen, dass in Deutschland zum Beispiel jemand dann eine Transfrau, jemand, der mal ein Mann war, in ein Frauenhaus gegangen ist und dort eine Straftat begangen hat? Also wir haben in Deutschland haben wir ja diese Self-ID haben wir jetzt ja noch nicht. Also von daher ist nach dem Selbstbestimmungsgesetz noch nicht diese Self-ID möglich. Wir haben aber diese Transgender-Bewegung ist schon in Deutschland angekommen. Die ist zum Beispiel sehr bemerkbar beim Thema Jugendliche. Ich hoffe, da sprechen wir noch darüber, weil das ist, also Frauenrecht ist sozusagen der eine Part bei dem Self-ID und der andere Part sind die Rechte von Jugendlichen. Deswegen haben wir da jetzt also noch nicht diese Möglichkeit, dass sich irgendwelche Straftäter als Frau identifizieren, um in den Frauenknast zu kommen. Das ist wichtig. Wir haben aber Frauenhäuser in Deutschland, denen sozusagen nahegelegt wird, Transfrauen als Frauen aufzunehmen und das nicht zu hinterfragen. Wenn Sie das hinterfragen, dann passiert Ihnen das Gleiche, wie mir das passiert. Da müssen Sie sich ein sehr, sehr dickes Fell zulegen, weil Sie dann als transfeindlich bezeichnet werden, obwohl Sie eigentlich nichts anderes tun, als durch Männergewalt traumatisierte Frauen davor zu bewahren, sich erneut Also, quasi mit Menschen für zu mich bin ich rechtfertigen. als nachdenklicher Laie auf diesem Thema. Ich sehe diese Debatte zwischen zwei Extrempunkten. Der eine ist ein extrem biologistischer. Und das andere Extrem ist ein ganz psychologischer Gesichtspunkt. Der extrem psychologische sagt, ich fühle mich und erkläre mich zu einem anderen Geschlecht zugehörig. Und der biologistische sagt, das und das passiert in diesem Körper chemisch-physikalisch und deswegen ist das so. Also allein von dieser sehr extremistischen Position von beiden regt sich bei mir große Skepsis, ob das eine kluge Debatte ist, sondern ich würde eigentlich jetzt, wenn ich sage, da hat ein Mann, egal in welchem Alter, hat gesagt, ich fühle mich nicht nur wie eine Frau, sondern ich möchte auch eine Frau sein, und hat sich einer Operation unterzogen, dann würde es aus meiner Sicht überhaupt kein Thema sein, dass man dieser Frau den Zugang zu einem Frauenhaus verwehrt. Also das ist jetzt mal sozusagen eine ganz unwissenschaftliche, aber eher eine ganz praktische Sache. Sie hat im Grunde Psyche und Körper weitestgehend in Einklang gebracht. Und damit ist das Thema eigentlich für mich beendet. Und ich würde jetzt nicht jede große Gefahr beschwören, denn damit wird diese Debatte ja extrem unheilvoll. Ja, Thomas, es geht ja auch genau darum, dass man eben sich nicht zwangsweise solch einer Operation unterziehen müsste oder muss. Also, dass eben auch, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich fühle mich als Frau und ich möchte auch eine Frau sein, das aber nicht erst dadurch beweise, indem mir halt mein Penis entfernt wird, sondern dass es eben auch im 21. Jahrhundert Frauen gibt, die zum Beispiel einen Penis haben. Das ist ja der große Knackpunkt. Und da sagt dann ja, glaube ich, Frau Engelken, es kann nicht sein, dass Leute relativ schnell, dass ich jetzt von heute auf morgen sagen könnte, ich bin eine Frau und das wird auch so offiziell eingetragen und daraufhin gehe ich in ein Frauenhaus und andere Frauen in diesem Haus Ja, fühlen sich dadurch bedroht. Und ich sehe dieses Problem nicht. Aber ja, also ich sage mal so, und da mag ich durchaus mit einigen, vielleicht auch in meiner Partei und Fraktion, nicht ganz eins sein, was ja immer auch gut ist, denn das führt zur Auseinandersetzung. Da würde ich schon auch ein Problem empfinden, wenn man wirklich sozusagen einfach sagen kann, ich bin jetzt eine Frau. Also ja. das ist so, und dann in 10 Jahren entscheide ich anders. Also da beginnt bei mir schon irgendwo eine Unsicherheit, ob diese einseitige Betonung der psychischen Realität
ob die da nicht sozusagen zu stark da ist. Aber ich gestehe, dass ich da wirklich noch nicht festgefügt bin, sondern tatsächlich auch weiter gerne weiter nachdenke. Aber ich merke auch da, das ginge mir zu weit. Aber ich glaube, Sie sind ja noch ein Stück weiter. Die dürfte aus Ihrer Sicht eine Frau, die vorher körperlich ein Mann war und sich psychisch als Frau gefühlt hat und sich einer Operation unterzogen hat, dürfte die in ein Frauenhaus gehen? Konkrete Frage. Frau Engelken? Ja. Die Juristin in mir würde sagen, es kommt darauf an. Und der Mensch und die Frau in mir sagt, eine schutzbedürftige Person, die als Frau Männergewalt erlitten hat, und darum geht es in Frauenhäusern, die in einem Frauenhaus Zuflucht sucht, die würde dort nicht abgewiesen werden, und das ist gut so. Außer, wenn sie einen Penis hat, oder? Also, für mein Empfinden, ich bin Frau, ja? Ich bin jetzt eine erwachsene Frau. Ich bin auch groß. Ich bin 1,85 Meter groß. Sind viele Begegnungen mit Männern, auch im dunklen Abends, die anderen Frauen Angst machen würden, die machen mir jetzt nicht so viel Angst. Ich habe auch kein Problem, irgendwo mich hinzustellen. Ich würde auch jetzt nicht diese Debatte führen, wenn ich nicht diese ganzen Attacken, die ich abkriege, dafür, dass ich für Frauen einstehe, wenn ich das nicht irgendwie verkraften könnte. Aber ich kenne Frauen, die haben als Kinder schon, als sie wirklich hilflos waren, ja, sexuelle Gewalt erlebt von Männern, Missbrauch erlebt von Männern. Und diesen Frauen, die dann irgendwo sind, wo sie sich eventuell von dieser Männergewalt im therapeutischen Umfeld schützen sollen, denen dann zu sagen, da kommt jetzt ein Mensch mit Penis rein, der kann sich so identifizieren, wie er will, dann... Und der kann ein eigenes Schicksal haben, also diese Person meine ich, kann ein eigenes Schicksal haben, ja. Aber dann möchte ich doch bitten, auch die Perspektive von den Frauen da zu berücksichtigen an der Stelle. Aber jetzt haben Sie mir trotzdem vorher auf meine Frage noch nicht geantwortet. Also ich habe verstanden, dass sozusagen die sich psychisch als Frau fühlende Frau mit einem Penis würde jetzt nicht in das Frauenhaus kommen, aus Ihrer Sicht. Würde die Frau, die ihr psychisches Empfinden mit dem Körperlichen sozusagen in Einklang gebracht hat, würde die Zuflucht finden im Frauenhaus? Ja oder nein? Also rechtlich würde sie natürlich Zuflucht finden. Okay, danke. Das ist ja, da brauchen wir auch überhaupt, das ist jetzt gar keine Meinungsäußerung, das ist rechtliche Realität in Deutschland. Also wir müssen dazu ganz kurz auf das Transsexuellengesetz gucken. Das Transsexuellengesetz erlaubt genau das. Und wer bin ich, Eva Engelken, die da etwas dagegen sagt? Okay, wir stehen ja auf dem Boden von Recht und Gesetz. Ja, aber Frau Engelken, dagegen wehren sich ja tatsächlich viele Transmenschen, weil sie sagen, wieso muss ich mich solchen Gutachten unterziehen, wieso muss ich mich einer Operation, solchen Eingriffen unterziehen, um der Gesellschaft, Leuten wie Ihnen zu beweisen, dass ich jetzt eine Frau oder ein Mann bin. Und sie stellen sich ja oft auch hier in diesem Podcast in einer Art Opferrolle, dass Leute sie als transfeindlich, transphob bezeichnen würden, als TERF bezeichnen. Wann habe ich mich als Opfer bezeichnet? Ich habe Tatsachen benannt. Ja, das ist Elterninitiativen, Mütterblogs, Jugendorganisationen und Gewerkschaften, ja, im Musterbrief den Trans-Train stoppen, ich zitiere, ja, zu bestücken. Also, das ist ein Film von Betroffenen in Schweden, die schlechte Erfahrungen mit dieser Self-ID haben. Das ist nicht, dass Eva Engelken sich als Opfer darstellt, sondern das sind Betroffene, die aus guten Gründen dagegen sind. Also ich bin sozusagen, ich habe das da gesammelt. Das heißt, ja, den Transtrain stoppen. Jetzt hätte ich zum Beispiel da jemanden, der ist Psychologe, und zu dem kommen sehr viele Jugendliche. Sie haben gesagt, wir sollen ja auf Jugendliche mehr eingehen. Zu dem kommen sehr viele Jugendliche, die eben total unsicher sind in ihrem Geschlecht, in ihrer Identität, ja, die nicht wissen. Und Sie geben so einem jetzt den Brief, dass er sagt, ja,
sagen Sie dem Kind doch, dass das nicht stimmt. Oder also wie habe ich das zu verstehen, den Trans-Train stoppen? Das macht doch, das sorgt doch noch für viel mehr Unsicherheit bei Jugendlichen. Das treibt doch im Endeffekt auch, so leid es mir tut, es so hart zu sagen, aber auch wieder Suizidquoten, Depressionsquoten unglaublich hoch, ja, einen Trans-Train stoppen. Oder wie meinen Sie das? Ja, das führe ich gerne aus, denn da werfe ich meinem Parteifreund Sven Lehmann vor, dass er da wie etliche andere dieser aggressiven Transgender-Befürworter das Leid, was diese Jugendlichen erleben, instrumentalisiert. Wir haben letztes Jahr ein neues Gesetz gehabt, das war das Konversionsverbot. Das wurde eingeführt, um quasi die Homo-Heilung zu verbieten. Das wäre ja, ist ja etwas, was ich total begrüßt habe, weil es kann, wir wissen alle, und wir hier im Raum oder wir hier im virtuellen Raum würden uns alle 100% auf den Standpunkt stellen, Homosexualität ist eine Neigung wie jede andere, das ist aber keine heilenswerte Krankheit. In dieses Gesetz, was Sie lücken, aber ich glaube, gerade bei Jugendlichen greift das ziemlich gut. Ja, genau. Und jetzt hat, letztes Jahr wurde dann dieses Gesetz verabschiedet und dann wurde kurz zuvor noch Transgeschlechtlichkeit mit eingefügt, was die unschöne Folge hat, dass Eltern, die Jugendlichen sagen, die sind trans, und wo die Eltern aber denken, die sind vielleicht nicht trans oder die sind nicht genderdysphorisch, sondern die sind vielleicht einfach autistisch oder depressiv, dass diese Eltern wegen einem Verstoß gegen das Konversionsgesetz oder Konversionsverbot eine Strafe riskieren. Ich habe heute Morgen noch mit einer Mutter gesprochen, von einer Tochter, die im Alter von 13, 14 angefangen hat, sich die Haare blau zu färben, mit Jugendlichen zusammenkam und im Jugendtreff wurde ihr nahegelegt, sie sollte sich doch ihre wachsenden Brüste abbinden, sie wäre wahrscheinlich trans. Diese Tochter hat dem Folge geleistet, hat sich dann aber zurückgezogen und hat gesagt, das sind andere Ursachen. Die Tochter wurde dann weiter untersucht. Es wurde untersucht, dass diese Tochter autistisch, also einen Autismus hat. Und diese Tochter stand kurz davor, sich ihre gesunden Brüste erstmal abzubinden. Ja, das sind solche Binder, das gibt es, das ist widerwärtig. Da werden Brüste abgeschnitten, man kann damit nicht atmen. Und ihr wurde sozusagen suggeriert, sie sei trans, sie sollte vielleicht männliche Hormone nehmen. Das ist also keine Gesundheitsfürsorge. Die gegeben haben, würde ich mal zumindest sagen, das ist nicht sachgemäß. Ja. Ich erlebe das gerade in so einer Geschichte, die Sie so erzählen. Eine ganz andere Sache wäre, dass wenn ein ausgebildeter Betreuer auf diesem Felde diesen Ratschlag gibt. Und ich bin entschieden dagegen, dass Menschen in jungem Alter im Grunde die Freiheit haben, solche Veränderungen vorzunehmen. So, jetzt kann man trefflich darüber nachdenken, wie alt müssen sie sein, aber natürlich wissen wir alle, und das weiß ich aus meinem eigenen Leben, dass es eine Phase gibt als junger Mensch, wo diese Frage, was ist denn so meine Identität, wo die da ist, und zwar auf der einen Seite durchaus die Frage der biologischen Identität, aber auch der sexuellen Identität. So, und wo dann junge Menschen sich damit intensiv beschäftigen. Und da ist es eigentlich doch im Grunde nur eine Aufgabe, wirklich eine gute soziale Pädagogik zu haben und eine gute soziale Betreuung, um wirklich Menschen ein Stück helfen, sich selbst zu finden. Mhm. Egal, wo das dann endet. Und ich würde ja auch schon eigentlich mal fast behaupten, also eine sehr tragische Geschichte, die Sie da erzählt haben, aber dass ja auch dieses Jugendhaus ein grundsätzliches Problem hat. Und ich denke, dass da zum Beispiel ein Selbstbestimmungsgesetz ja vollkommen außen vor geht. Also da muss man mit den Verantwortlichen und Leitern und Leiterinnen dieses Hauses sprechen. Aber im Endeffekt wirklich zu dieser Diskussion trägt das auch jetzt gar nichts.
dazu bei. Ich meine, auch wenn man als Jugendlicher den Wunsch hat, als jugendliche Person, sich zum Beispiel einer Geschlechtsverändern-Operation zu unterziehen, es gibt immer noch medizinische Gutachten, medizinische Anträge, die da beachtet werden müssen. Also ich kann ja nicht einfach als Zwölfjähriger zum Beispiel jetzt zum Arzt gehen und sagen, bitte entfernen Sie mir mein Geschlechtsorgan. Also das ist ja. Ist auch vollkommener Quatsch. Also da diese Korrelation zwischen dem Gesetz oder überhaupt, es sind ja mehrere Gesetze. Es ist also dieses Health-ID und dieses Transgender-Konzept ist ja auch eben in dieses Konversionsverbot mit letzter Sekunde noch so reingesteckt worden. Und dieses Selbstbestimmungsgesetz erlaubt eben, das wird verglichen mit Religionsmündigkeit, aber es verleiht Jugendlichen ab dem Alter von 14 Jahren das Recht, selbst über die Zugehörigkeit zu dem einen oder anderen Geschlecht oder auch zu keinem Geschlecht zu entscheiden. Und zwar, Sie sagten jetzt noch diese psychologischen Sachen, das wird schon so gesagt, dass Sie das auch noch bekommen sollen, aber de facto ist das Gesetz, soll es frei lassen. Und diese Beratung, dieses kleine bisschen an Beratung, was noch da ist, kann nicht von einem erfahrenen Kinder- und Jugendpsychiater gemacht werden, sondern kann auch von einer Beratungsstelle gemacht werden. Und da weiß ich eben aus diesen Gesprächen, das sind jetzt nicht vereinzelte Eltern, sondern es gibt da mittlerweile so im ganzen, oder in den USA noch viel mehr, aber auch in Großbritannien, wo es das eben alles schon gibt, Eltern mit solchen Kindern und solchen Jugendlichen. Und die wünschen übrigens, also dem Sven Lehmann, die Pest an den Hals, weil er sagt, der verhält sich da wie ein Rattenfänger und verkauft diesen verunsicherten Jugendlichen dieses Thema Trans als das alleinselig machende. So. Und also das passiert jetzt schon. Und das Selbstbestimmungsgesetz würde das, was jetzt aber in so einer Art Schattenzone passiert, vollkommen legalisieren. Und das Selbstbestimmungsgesetz würde noch eins draufsetzen. Das Selbstbestimmungsgesetz knüpft an den Geschlecht, also an den Personenstandswechsel, einen Anspruch. Das soll im grünen Wahlprogramm jetzt beschlossen werden. Ich habe einen Antrag dagegen gestellt, der wird aber jetzt gar nicht abgestimmt, dass ein Anspruch gegen die Krankenkasse, also gegen die Allgemeinheit, also gegen uns alle, wir müssen es alle bezahlen, wenn irgendein Jugendlicher dann sagt, ich möchte jetzt bitte Hormone nehmen, ich möchte jetzt Pubertätsblocker nehmen, möchte mir jetzt die Brüste abnehmen lassen und so weiter. Also ich finde das viel zu früh. Interessiert der Parteitag gar nicht so arg, sage ich Ihnen ganz offen. Mich interessiert eher, sag mal, die Debatte um dieses Thema. Und also wo ich mich in meinem Suchen nach einer Position, wo ich auf jeden Fall wahrscheinlich intensiv schauen würde heute, wäre, wie qualifiziert ist die Beratung, die ein junger Mensch erhalten muss, damit er überhaupt eine Entscheidung fällt und darf. Also das ist, glaube ich, das wäre für mich eine Schlüsselfrage. Zum anderen erlebe ich als älterer Herr, 72 Jahre alt, eigentlich eine musterähnliche Debatte, wie sie bei dem Thema Abtreibung mal geführt worden ist. Ob es überhaupt Beratungsstellen geben darf für Abtreibung. Und wo im Grunde natürlich auch die Gegner der Abtreibung sozusagen alles versucht haben, um sozusagen eigentlich Abtreibung unmöglich zu machen. Das sieht man ja auch wieder in den USA, in den Gesetzen, die da in den einzelnen Bundesstaaten da verabschiedet werden. Und wo im Grunde so dieses Beratungsthema ein Schlüsselthema war, tatsächlich, um dann auch zu einem gesellschaftlichen Konsens zu kommen. Und wo dann auch eine katholische Beratungsagentur Pro Familia, der Papst verboten hat quasi, so zumindest so meine Erinnerung, der Papst verboten hat, zur Abtreibung zu beraten, dann gesagt hat, wir machen unabhängige Agentur. Mhm. Also das ist, glaube ich, für dieses Thema, und wir kommen ja tatsächlich, und das lässt sich nicht aufhalten, in eine Debatte in der Zukunft, wo es eben nicht nur über Biologie und
Sex geht, sondern auch um Gender und wo es um Körperlichkeit geht und um psychische Befindlichkeit. Und dieser Debatte kann man sich nicht versperren. Also jetzt würde ich mal einfach sagen, diese Debatte muss geführt werden. Sie muss extrem sorgfältig geführt werden, wenn es um das Wohl auch junger Menschen geht, ja nicht nur, sondern auch älterer Menschen. Und weil natürlich die Psyche eine sogenannte gesunde oder auch eine ungesunde sein kann, wobei die Definition, was ist gesund, auch über die Jahrzehnte eine neue Definition empfangen hat. Also ich kann eigentlich nur raten, an dieses Thema ganz undogmatisch und offen ranzugehen und wirklich viel hinzuhören und zu verstehen, was die Positionen sind. Also ja, ich würde richtig unterschreiben, auf jeden Fall. Also ganz, ganz sicher, das ist auch das Anliegen. Ja, aber diese Formulierungen, da möchte ich mich schon anschließen, dem Transdrehen und sowas, das finde ich schon ziemlich happig. Da werden Sie ja zu einer Propagandistin. Und mein Rat wäre eigentlich, aus so einer Kämpferin in der Wüste, da löst man meistens keine Probleme. Ja, ich muss ehrlich auch sagen, Sie beschweren sich ja über zum Beispiel auch FeministInnen, Menschen wie mich, die Ihnen dann Transphobie vorwerfen, die sofort Sie attackieren, aber in meinen Augen sind Sie eigentlich doch auch in einem sehr radikalen Lager. Also wenn ich mir auch mal anschaue, was Sie in den letzten 2-3 Wochen auf Twitter so geteilt haben oder worauf Sie geantwortet haben, also Sie schießen doch mindestens genauso hart auch in die andere Richtung. Aber dass wir beide verschiedener Meinung in diesem Podcast sind, ich glaube, das ist allen mal klar geworden. Ich versuche ja weiterhin ein bisschen konstruktiv zu bleiben. Was wäre denn, Sie haben gerade eben auch das Alter 14, was ja in diesem Selbstbestimmungsgesetz auch mit enthalten ist, in den Raum gebracht. Was wäre denn in Ihren Augen ein richtiges Alter? Also sagen Sie, okay, 14 ist einfach nur zu früh, mit 16 ist das in Ordnung oder wie verstehe ich Sie da? Oder mit 18? Also ich bin Mutter von einem 22-Jährigen und von einer 17-Jährigen und von einem 13-Jährigen und ich war selber mal jung und ich möchte sagen, auch jetzt nicht nur meine eigene Meinung, sondern nach reiflicher Rücksprache mit anderen Jugendpsychiatern, dass unter 25 bestimmte Entscheidungen über körperlich eingreifende, einschneidende Maßnahmen idealerweise nicht getroffen werden sollten. Ich spreche damit sagen Sie ja aus, ich bin 20, ich könnte keine Entscheidungen über meinen Körper jetzt in diesem Maße fällen. Sehe ich das nicht? Weil also ich bin darf ich, Herr Grischka, darf ich das, das muss man, und da bin ich bei Herrn Sattelberger, das ist, diese Debatte muss sorgfältig geführt werden. Das entzieht sich ein bisschen solchen schlagwortartigen und so holzschnittartigen Lösungen. Denn es kann natürlich sein, dass Kinder, oder es gibt es ja, aber diesen kleinen Prozentsatz an Kindern, die wirklich im absolut zarten, frühen Alter irgendwann ganz klar das Gefühl haben, sie sind in ihrem Körper falsch. Das ist genau dieser Fall von dieser starken Geschlechtsdysphorie, wo dann Therapeuten sagen, da können körperangleichende Maßnahmen tatsächlich medizinisch indiziert sein. Ja, jenseits davon, von dieser wirklich sehr kleinen prozentual, sehr kleinen Gruppe, gibt es dieses Phänomen, das ist in den USA erstmalig beschrieben worden, dass das Phänomen des Rapid Onset Gender Dysphoria. Das ist ein Phänomen, dass sich sozusagen Jugendliche, die sich in einer krisenhaften Findungsphase befinden, von Gleichaltrigen, von Medien, von allen möglichen Einflüssen über, wir wissen alle, wie soziale Medien funktionieren und wir wissen, wie Jugendliche viel, viel stärker als wir als Kinder oder überhaupt gar nicht da dem beeinflusst sind, wie die ein sozusagen plötzlich einsetzendes Gefühl, trans zu sein, entwickeln und dann sich unter Umständen für Dinge entscheiden, die sie später bereuen. Und um die einen von den anderen zu unterscheiden, ist es unfassbar dringend notwendig, das keine beliebige Entscheidung zu ermöglichen, sondern wirklich ja, aber lange Probezeit zu machen. Das mit 25, da kann ich gar nicht mitgehen. Wenn ein junger Mensch mit 18 entscheiden kann,
in die Armee zu gehen und gegebenenfalls in irgendeinem Einsatz zu sterben, dann kann er oder sie auch entscheiden, mit 18, welche körperangleichenden oder wie immer man das nennt, ich weiß, ich bewege mich da auf einem schwierigen Terrain, die zu machen. Also das für mich jetzt im Grunde, eigentlich für mich ist klar, nach der Diskussion, denn ich bin da ja wirklich als partiell unentschieden mal reingegangen, ja. 18 ist für mich wirklich ein Punkt, wo ich sage, da können junge Menschen entscheiden. Und zum Zweiten, wir müssen sehr intensiv schauen, wie die Beratung, von wem die durchgeführt wird und wie intensiv, ohne dass Beratung selber zur Strapaze wird. Das ist ja dann die andere Seite der Medaille. Und das muss gut, glaube ich, abgewogen werden. Das ist jetzt nach 40 Minuten Podcast ist meine Konklusion. Ja, ich schaue auch hier auf die Uhr vor. Ich glaube auch, wir könnten noch stundenlang weiter diskutieren. Ich glaube auch, dass wir beide uns nicht allzu sehr fetzen würden, auch wenn wir da wirklich ganz, ganz andere Ansichten sind. Allerdings ist unser Podcast zeitlich begrenzt und wir müssen zu einem Ende kommen. Vielen Dank aber, dass Sie heute dabei waren. Ein gediegenes Gespräch mit hochkontroversen Meinungen. Ja, übrigens, ich komme aus Mönchengladbach, also auch da aus der Recht. Vielleicht sieht man sich ja auch nochmal bei mir in meinem Heimatort und wir können dann weiter diskutieren. Jetzt aber erstmal vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ich wünsche allen ZuhörerInnen auch noch ein schönes Wochenende und ich bin auch bei diesem Podcast natürlich wieder auf die Meinungen und die Kommentare unserer Zuhörerinnen gespannt. Schreibt uns die, wie immer, wo ihr Thomas und mich erreichen könnt und ich sage jetzt einfach Tschüss. Tschüss. Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.